Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommen Porky und Philipp von Deichkind. 1, 2, 3, 4. Guten Tag. Mein Lieber, servus. Deichkind! Deichkind! Ja, das Gespräch war jetzt natürlich eher, sagen wir mal, in relativ negativen Bahnen. Ja, ja, ist ihr, schlimm. Also ich habe mir das angehört, auch die ganze Zeit gerade. Ich habe die Blähung gekriegt. Ja, aber Deichkind ist auch eine Band, die den Menschen in seiner Gesamtheit beurteilen will. Jetzt kommt erstmal das Witzige. Jetzt, aber sitzt der Tod, sitzt im Darm, sagt man so, ja? Auch. Ja? Und in den Zähnen. Und deswegen hast du Blähungen bekommen? Hast du das Gefühl? Ich habe da so zugehört und habe gedacht, wie schaffe ich jetzt den Bogen dazu von dem, was wir gerade geredet haben? Ich wollte auch sagen, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Weil alles gleichzeitig stattfindet. Ja, eben, es gehört alles zusammen. Das Gute, oder? Wie das Böse, das Lustige und das... Ja, also natürlich, klar. Wir sind natürlich Wein, Wasser. Schnaps, gibt es auch Schnaps? Schnaps gibt es auch, glaube ich, ist vorbereitet. Haben wir Schnaps? Ja, für die Band muss auch Herr Professor auch ein Gläschen Schnaps. Ihr Wasserglas, Herr Professor, was ist Schnaps? Es ist Vorarlberger... Bestimmt Vorarlberger Schnaps. Naja, ich finde es also. Erstmal freuen wir uns natürlich hier zu sein. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir da sind. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, genau. Ja. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich die gleiche Jacke am habe wie beim letzten Mal. Aber du hast eine völlig. Aber du hast eine andere Frisur. Bisschen kürzer. Ja. Du schaust jetzt ein bisschen aus, du schaust jetzt aus wie der Produzent der Band. Ja? Ja. Ich habe gerade überlegt, du siehst ein bisschen aus wie Thomas Gottschalk. Ja, schon wieder. Das wird ihm jeden Tag fünfmal. Ich kann ihn mehr. Ist das gut oder schlecht eigentlich? Das ist völlig wertungsfrei. Das ist wertfrei, ne? Wertungsfrei. Ich war in meiner Sendung über Wetten, dass und da... Es gibt, glaube ich, einen geklonten sogar. Danke. Hast du so einen Lichtdubel oder was, der genauso aussieht wie ich? Ich habe da in der Band gespielt von dem Herrn Thaler vielleicht auch. Ja, danke. Ich bin ja auch hier... auch so wegen dem Suchtkram so, ne? Kann man das eigentlich lernen? Ja. Töten ohne Reue, kann man das lernen? Töten ohne Reue. Töten ohne Reue, das neue Deichkind-Album. Töten ohne Reue. Prost. Prost, meine Damen und Herren. Prost. Prost, vielen Dank, dass ihr da seid. Wer sagt denn das? Das ist das neue Album. Mm. Wer sagt denn das? Diese Slogans, diese fantastischen Wortgebilde, wir haben sie ja schon erwähnt, Arbeit nervt, leider geil und so. Ist Deichkind mittlerweile sozusagen ein Worterfindungsunternehmen? Werden diese Slogans, die ja wirklich fantastisch sind, die teilweise auch zum Wort des Jahres geführt haben, in Österreich, werden die von euch privat intuitiv in die Welt gesetzt oder gibt es da Maschinen, Bots, Ich glaube, wir kennen uns ja schon wirklich seit wir 12 sind oder so oder richtig lange und das, was uns verbindet, ist auch so die sich Gags hin und her schmeißen und lachen über Dinge und so weiter. Und viel am Tresen auch. Ich habe angefangen, Musik zu machen. Genau, am Tresen. Ich bin eigentlich derjenige, der Porky beobachtet beim Witze erzählen am Tresen. Genau, so ähnlich wie Sie mit Ihren Patienten. Und er ist auch immer sehr charmant. Und er sagt immer, er droppt irgendeinen Spruch, was ist ich jetzt, leider geil oder ich weiß es nicht. Und ich schreibe mit und genau, so baut sich das zusammen. Aber habt ihr nicht... Sehr kryptische Art und Weise. Also es ist so ein bisschen so, ob was zurückkommt. Also manchmal gibt es auch so einen Spruch, wo, ich sag jetzt mal so im ESO-Sinne, wo das Universum antwortet. Also da kommen sofort irgendwelche Zeilen, der eine lacht. Oder wo so Futter ist. Und da haken wir dann nach. Also wir schreiben 30, 40 Songs pro Album. Und davon fliegt auch ganz viel weg. Ich würde zum Beispiel nie einen Song alleine schreiben und denen das so zeigen. Also ich würde jetzt nie mit einem vollen Song zu Porky kommen. Weil und sagen, du das Gefühl hättest, das ist nicht fertig. Das kann ich fertig, nur von dann mir. Ich alleine. Das ist ja, genau. Jetzt nur von mir. Das ist, spiele ich ihm lieber einfach nur einen kleinen Fitzel vor und ach, das ist witzig. Und dann. Aber habt ihr nicht gerade so eine Art Unternehmen gegründet? So im weitesten, ich weiß nicht genau, was für ein Unternehmen das dann ist eigentlich. Ja, es ist eigentlich so die Emanzipation von einem großen Plattenlabel war vor ein paar Jahren mal aktuell, dass wir unsere eigene Indie-Firma gegründet haben. Aber es ist so ein bisschen auch ein Spiel, so ein bisschen das alles so als Unternehmen. Ihr spielt jetzt Unternehmer. Genau. Lasst ihr Gewerkschaften zu? Nein. Das ist eine Diktatur, ist das. Wir haben jetzt einen Beirat, haben wir jetzt auch. Und wir sind eher auf der Unternehmerseite. Wie wichtig ist die Party? Die Party ist das Wichtigste bei Deichkind, aber die Party muss Anspruch haben. Ohne Haltung keine Party? Naja. Oder geht auch haltungslose Party weiterhin? Also so ein bisschen Niveau ist ja auch schon Niveau. So, ne?
Ja. Echt? Wo setzt das so früh an? Ganz früh. Ja, aber die ganz dumpfe Party, die ganz dumpfe Party wäre für Deichkind nicht mehr okay, oder? Das weiß ich nicht. Wir sind da auch irgendwie reingeraten in das Schlamassel, so weit. Ja, eben. So. Man kann es ja nicht kontrollieren. Du kannst ja jetzt nicht das Niveau kontrollieren bei Groß-Events. Du kannst das Publikumsniveau vielleicht nicht kontrollieren, aber dein eigenes, ja. Aber du wirst jetzt, während du, sagen wir mal, einen Vollproll vor dir tanzen siehst, nicht parallel dazu Thomas Bernhard lesen. Ja, aber oder? Deswegen lassen Deichkind ja die Videos nicht. Also warum nicht? Ja, ja. Aber man lässt in den Videos ja auch Lars Eidinger tanzen. Das ist ja ein Statement. Man lässt ja nicht irgendwen tanzen. Was? Man lässt ja, das kann ja auch nicht jeder. Man lässt ja nicht Howard Carpendale tanzen, sondern wäre eine gute Idee. Ja, vielleicht. Aber ja, beim zweiten Gedanken glaube ich nicht mehr. Ja. Wer sagt denn das? Auf den ersten Blick klingt das relativ banal, aber in Wahrheit hat dieser Satz was sehr Großes. Also, wir sind auch so ein bisschen in einer Partyschleife gefangen. Wir haben so mit einer Nummer wie Remy Demi vor 10 Jahren angefangen. Die hat sich durchgefressen. 15 Jahre so schon, ja. Sich durchgefressen. Waren fast 20. Und wir sind einfach weitergefahren. Es kamen immer mehr Leute. Und hatte ja auch schon so ein bisschen so eine gar nicht so eine kritische Aussage oder so. Aber wir haben gedacht, ist das jetzt alles? Oder? Ja, schwierig. Wie sehr gehen die Shows noch ans Körperliche? Geht das noch? Die Aufregung geht ans Körperliche. Ich habe das hier auch gemerkt, als ich hinten gesessen habe. Man wird immer aufgeregter? Nein, es ist einfach so ein Adrenalin-Level. Es ist immer so ein Fluchtimpuls. Ich muss hier weg. Was soll der Scheiß? Was mache ich hier? Ja. Also das ist... Kennen wir. Das ist auch... kennen Sie auch, oder? Ja, halte nicht. Ich fühle mich ausgesprochen wohl. Ja, weil Sie normalerweise mit Leuten, die geistig noch um Nacht da sind, als wir zu tun haben. Nein, es ist echt so. Also es ist auf jeden Fall das so... Ich bin auch Mobbing-Probleme. Ich war in der Schule und bla. Bei mir ist Du hast aber selber gemobbt. Du hast gemobbt. Ja, aber dann bist du eher Opfer als Täter in dem Sinne. Was ich sagen wollte, es ist kein Amoklauf dabei rausgekommen, sondern das. Mm. Und wäre nicht das rausgekommen, wäre Deichkind nie als Projekt entstanden, wäre es möglich gewesen, dass du Menschen umgebracht hättest? Das hatte ich mir auch mal gefragt, ob wir den Moment jetzt schon gehabt haben. Also vielleicht unseren berühmten Moment. Und wir oftmals wandelt sich das ja auch in Autoaggression und man fängt an, sich selber zu... Das haben wir, glaube ich, das ist vorbei. Ich glaube, da sind wir auch drüber rein. Welche Rolle spielen Drogen in eurem Leben? Ich habe keine... Ich glaube nicht an Genussmittel. So. Nee. Also ich trinke Bier und rauche Marihuana manchmal. Aber nicht, weil es genießt? Nein, entweder ich will ein schönes Erlebnis steigern oder schlechte Gefühle wegmachen. Ja, genau. Also, bin ich auch ganz ehrlich, ich habe da eine klare Suchtstruktur. Ist aber gut, weil er ist Suchtexperte auch, er kennt sich mit Sucht sehr gut aus. Da hatte ich mich auch schon gefreut, aber wir hatten uns ja auch vorhin schon drüber unterhalten. Ich habe kein so ein Genussding. Aber ich habe auch Momente, wo es mich dann auch überhaupt nicht... mir überhaupt nichts ausmacht, dass ich nicht Bier trinke oder so. Ja, aber es könnte auch ein Problem sein. Ist es als Suchtexperte jetzt auch so, dass Sie manchmal einem Menschen sagen, Sie sollten aber Drogen nehmen? Ist es manchmal auch umgekehrt, dass man das Gefühl hat, das ist echt sehr trist, Ihr Leben? Machen Sie mal irgendwas. Machen Sie was draus. Machen Sie doch mal was. Das muss man eindeutig zugeben, dass es manchmal so ist, denn Drogen... Ja, denke ich mir aber auch, oder? Ja, klar. Drogen sind hervorragende Psychopharmaka. Sie haben einen schlafanstoßenden Effekt, einen euphorisierenden, einen antriebsteigenden. Hören Sie jetzt auf, das dürfen nicht. Wir sind öffentlich. Ja, aber er kann jetzt hier. Er wird das ja auch wieder. Wird er nachher am Karlsplatz stehen und irgendwas verkaufen wollen. Weißt du, das ist ja so eine Verkaufsveranstaltung. Ich wollte nur sagen, Sie wecken leider nur kurz und für den Preis der Abhängigkeit in manchen Fällen. Haben Sie jemals Drogen genommen, Herr Professor? Das sage ich nie, weil wenn ich sage, ich habe noch keine genommen, dann heißt der Mann versteht nichts, der weiß nicht, wovon er therapiert. Der Rest ist ärztliche Schweigepflicht. Und ich will mich aber nicht strafrechtlich sozusagen selbst beziehen. Also ja, okay. Habt ihr... Wenn ihr... Wir haben es ja gerade bei dem Zusammenschnitt gesehen, es geht ja immer viel um Mode im weitesten Sinne bei euch. Kann man das Mode überhaupt nennen? Mode, es geht Kostüm. Eher um Kostüm. Kostüm. Ja, genau, Kostümkunde.
Habt ihr dann schon immer Angst, wenn es um diese Gespräche geht? Weil das ist ja teilweise extrem nervig, das anzuziehen. Man kriegt kaum Luft. Das überwindet man. Ich hatte tatsächlich bei Dinge, bei dem Song, da hatte ich so einen Karton an. Ja. Und da habe ich mich nicht unangenehm geschämt für, dass ich diesen Karton ich hatte da anderes mit. Aber die Leute haben gelacht und fanden es gut. Und ich fand, war es irgendwie. Welche Rolle nimmt Scham grundsätzlich in eurem Gesamtwerk ein? Eine große Rolle. Aber die Schamüberwindung ist auch wichtig. Da sind wir drüber weg. Das ist auch quasi unsere Therapie, auf die Bühne zu gehen und uns wirklich zu verkleiden mit Dingen, die man normalerweise niemals anziehen würde. Und dann wirklich sich trauen, auf die Bühne zu gehen, dann hat man wirklich schon sowas im Leben geschafft. Man wird frei. Viele haben das noch nicht. Im Nachhinein. Also es bleibt anstrengend, auf die Bühne zu gehen und diese Scham zu überwinden. Aber es ist so ähnlich wie bei so Extremsportlern oder so, dass danach so eine angenehme Ruhe im Kopf ist. Aber ihr habt ja auch Kinder. Und wie ist das? Dann sagt man den Kindern dann, Papi geht jetzt wieder arbeiten, ich muss wieder den Karton anziehen. Papa, ja, auf jeden Fall. Ja, also und dann, was sagt das Kind in der Schule? Was macht ihr Vater? Ja, der zieht so, der hat Kartons an. Ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt finden die das noch witzig. Ja? Also das Problem hab ich aber jetzt. Aber gibt es ein Ablaufdatum? Ist Deichkind sozusagen mit 60 nicht mehr denkbar? Doch. Das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht, wir müssen mal gucken jetzt. Also wir fahren jetzt auf Tour und dann gucken wir. Es ist überhaupt keine Vorstellung für mich, eine Welt ohne Deichkind. Das ist für mich, also ich finde nämlich auch, weil die Kartons werden auch älter dann. Ihr habt dann vielleicht so Retro-Kartons irgendwann an, weißt du, wo man so denkt, ach, guck mal, so sahen die Leute vor 30 Jahren aus. Vor allem kann man die Kartons auch ändern. Also man kann ja auf die Kartons auch andere Dinge draufstellen. Kaffee und Kuchen zum Beispiel oder sowas. Zum Beispiel. 18 Songs. Ja, wir hätten eigentlich auch zwei Alben machen können. Ich habe jetzt gerade hier Maurice von Bilderbuch getroffen. Ja. Die haben nämlich auch... Wo, Backstage? Songs. Nee, auf dem Hinweg hier. Und die haben ich wollte jetzt gerade das Gefühl vermitteln, dass hier draußen nur so Superstars rumlaufen. Die haben einfach zwei Alben gemacht. Ja, genau. Geht es euch ums Geld auch? Teilweise ja. Teilweise schon, ja. Also gutes Abschlusswort. Vielen Dank für den freundlichen Besuch.